Weshalb ist die Nasenoperation so heikel? Es ist ein dreidimensionales Gebilde. Es besteht aus vier verschiedenen Geweben. Wir haben Haut, Schleimhaut, Knochen, Knorpel und das noch in einer funktionellen Einheit. Das heißt, ich muss nicht nur sehen, dass es schön ausschaut, es muss ja auch noch funktionieren. Alles das kann ich Ihnen hier gewährleisten. Fünf Dinge, die Sie unbedingt über eine geschlossene Nasen-OP wissen sollten. Schönen guten Tag, mein Name ist George Stergiou. Ich bin hier der leitende Arzt in der Abteilung für Gesichts- und Plastische Chirurgie der Tagesklinik Urania in Zürich in der Schweiz. Wir operieren hier sehr oft Nasen und zunehmend auch geschlossene Nasenoperationen. Weshalb? Nummer 1. Heilungszeit. Die geschlossene Nasen-OP ist eine minimalinvasive Nasenoperation. Das heißt, die Schwellung, die Nachblutung, die Rötung, alles, was in dem Zusammenhang entsteht, ist viel, viel kürzer. Die Heilungszeit ist geringer. Wir haben hier heute zwei Patienten gesehen, die ich letzte Woche operiert habe. Unglaubliches Ergebnis, schöne Resultate und minimale Schwellung. Während dieser Nachkontrolle mache ich in der Regel eine Nachspülung. Ich desinfiziere die Haut und lege in der Regel noch einen neuen Gips oder ein Tape an. Die Patienten waren beide ausgesprochen zufrieden, total happy. Schauen wir da mal kurz rein, wie das ausgesehen hat. Nehmen Sie den Spiegel, schauen Sie Ihre Nase an. Hä? Hä? Was ist los? Ist schon anders. Gefällt es Ihnen? Ja. Oh mein Gott. Wo ist der Salvi? Ja, es sieht schön aus. Das haben wir, oder? Ja. Wirklich schön aus. Jetzt. Das ist ein emotionaler Moment. Es sind 40 Jahre, wo ich mich anders gesehen habe. Ich sehe das. Ich weiß das. Und die Leute, das ist unglaublich, oder? Das nimmt einem extrem mit. Das ist das neue Näschen. Wie ist es? Mhm. Mm. Das Näsli. Schokolade! Jetzt haben wir die beiden Ergebnisse der letzten Woche gesehen und das ist genau das, was die geschlossene Nasenoperation ausmacht, also diese Smart Rhinoplasty. Schnelle, sichere Ergebnisse, geringe Schwellung und das macht mich auch als Chirurgen extrem happy, weil die Vorhersehbarkeit dieser Ergebnisse, das ist nicht ein Zufallsprodukt. Wir haben mit beiden Patienten 3D-Analysen gemacht, das heißt virtuelle Rekonstruktion dieser Nase. Und die kommen zu 90% oder 95% genau so raus, wie wir sie planen. Und das ist genau das, was uns hier als Kompetenzzentrum ausmacht. Punkt Nummer 2, Narbenbildung. Wir haben ja bei den Patienten gesehen, durch das, dass wir keine offene Schnittführung gemacht haben, haben die am Nasensteg nichts Sichtbares. Praktisch nur ein ganz kleiner Stich wurde gemacht am Nasenrücken, um den Knochen zu bearbeiten. Ansonsten sieht man nichts. Also es ist praktisch eine unsichtbare Operation, die minimalinvasiv von innen durch die Nasenlöcher zu 98% durchgeführt wurde. Punkt Nummer 3, Schmerzen. Beide Patienten sind absolut schmerzfrei, obwohl der Knochen zum jetzigen Zeitpunkt, das heißt nach einer Woche, noch nicht hundertprozentig eingeheilt ist und fest ist. Kann ich die Nase berühren? Sie hat Gefühl, was im Gegensatz zu einer offenen Nasen-OP nicht gegeben ist. Die Nasenspitze hat das volle Gefühl, die Nase ist nicht stark geschwollen und die Patienten brauchen nur noch minimale Schmerzmittel für die nächsten paar Tage. Wir werden den Gips jetzt noch eine Woche tragen lassen und ich denke, in einer Woche werden wir nur noch Verbände haben für die nächsten zwei Wochen, oftmals nur noch in der Nacht. Definitives, stabiles Ergebnis nach 4 Wochen, wie bei jeder Knochenheilung. Definitives Resultat nach 6 bis 12 Monaten. Punkt Nummer 4 ist die Expertise des Operateurs. Es ist extrem wichtig in dem Bereich, wie in jedem Bereich der Chirurgie, dass Sie einen erfahrenen Chirurgen haben. Ich selber habe in den letzten 20 Jahren mit meinen Aufenthalten in Amerika bei den führenden Nasenchirurgen, in Europa bei den führenden Nasenchirurgen meine Methoden verbessert und immer wieder angepasst. Wir führen hier die modernsten und besten Methoden durch. Ich selber führe mindestens 3 Nasenoperationen pro Woche durch, so dass ich die entsprechende Sicherheit und auch die Vorhersehbarkeit der Resultate erbringen kann. Weshalb ist die Nasenoperation so heikel? Es ist ein dreidimensionales Gebilde.
Es besteht aus vier verschiedenen Geweben. Wir haben Haut, Schleimhaut, Knochen, Knorpel und das noch in einer funktionellen Einheit. Das heißt, ich muss nicht nur sehen, dass es schön ausschaut, es muss ja auch noch funktionieren. Alles das kann ich Ihnen hier gewährleisten. Falls Sie sich also für eine seriöse und professionelle Beratung im Bereich der Nasenchirurgie interessieren, lassen Sie sich hier einen Termin geben in meiner Sprechstunde. Die Kontaktdaten sind unten aufgeführt. Punkt Nummer 5. Das sind die Kosten. Sie sollten vor einer Operation wissen, was kostet mich dieser Eingriff? Ist es ein ambulantes Szenario oder bleibe ich über die Nacht in der Klinik? Was ist die Narkoseform? Weil in aller Regel bei uns eine Vollnarkose verwendet wird. Alles das ist wichtig, damit die Sicherheit, aber auch die Nachbehandlung gewährleistet ist. Es ist wichtig, dass Arzt und Patient sich regelmäßig nach diesen Operationen sehen, damit Anpassungen im Bereich des Gipses, des Verbandes, aber auch der Desinfektion und der Spülung durchgemacht werden, damit das optimale Ergebnis erreicht wird. Falls Ihnen dieses Video nicht gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach unten. Falls es Ihnen aber gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach oben. Über Fragen und Kommentare freuen wir uns, die Sie unten anbringen können. Ansonsten freue ich mich über die Abonnierung meines Videokanals. Ihr Dr. Stergi aus Zürich. Thank you.